Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Das Ork-Imperium ist inzwischen richtig gewachsen und wir haben einen Vasallen, ne? Also das Ork-Imperium, hier drüben dieser ganze dunkelrote Blob und unser Vasall hier oben, die Chinor, die haben wir den Uan Voss, die wir ja annihiliert haben, haben wir die abgenommen und die haben auch ein ziemlich großes Gebiet sogar. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, ne? Wie immer am Anfang einer Folge schauen wir in die Fraktion rein. Wir unterdrücken gerade alles und jeden. Das finde ich gut. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir da nicht irgendwann einen richtig mächtigen Aufstand haben von den Chinor. Die sind nämlich sehr unglücklich mit uns. Kann man das hier irgendwo sehen? Illoyal. Ja, hier. Das wird irgendwann weggehen. Sie vertrauen uns ja schon ein bisschen, sehen uns aber als Bedrohung noch an irgendwie, obwohl sie ja unsere Untertanen sind. Keine Ahnung, fragt mich nicht, wie das... Ach, und jetzt haben sie sich hier hinten einfach so einen Außenposten geschnappt, ja? Ah, ihr Schweinebacken hier. Na gut, da können wir nichts machen. Die haben halt diesen Außenposten. Wenn sie meinen, uns einschränken zu müssen. So, wir bereiten uns gerade unseren Krieg gegen die Rektalar vor. Wir sind dabei, hier Flotten aufzurüsten. Da würde ich sagen, können wir auch gleich mal ein bisschen Zeit weglaufen lassen hier. Wir haben unsere Forschungsschiffe schon hier in Stellung gebracht. Eins ist hier in Edemar. Eins werden wir hier unten irgendwo, glaube ich, platzieren. Ich weiß gar nicht genau wo, in Wollmau oder so. Und unsere Flotten, wie gesagt, sind dabei, sich ordentlich... Oh ja, die First Fleet ist gleich fertig, sehr schön. Sich hier aufrüsten zu lassen. Da können wir auch gleich ein kleines Manöver gegen Kuldax hier fliegen, würde ich sagen. Haben die denn schon irgendwelche... Ne, die haben noch gar nichts. Das heißt, die können wir hier direkt unterwerfen, würde ich sagen. Ne? Machen wir einen kleinen Umweg. Die 9. Flotte muss eh noch in YouTube aufgerüstet werden. Ja, das wird schon hinhauen. Ships upgraded. Construction complete. So, sehr hübsch. Dann bekommt die First Fleet. Jetzt hier Orcamungus Tracker. Als Chef dürfen nach hier unten fliegen. Es liegt quasi auf dem Weg, ne? Deswegen nehme ich das jetzt einfach mit. Das dürfte auch nicht allzu lange dauern. In Roscan haben wir auch Transportflotten, falls wir welche brauchen. Die liegen da mit Orcamungus Horde. So, und hier geben wir nochmal 1000 Mineralien aus, um auch diese Flotte abzugraden. Auch der Mungus Horde 72%. Alles klar, läuft. Also, Kriegsvorbereitungen laufen auf Hochtouren. Gegen die Rektalar können wir dann wahrscheinlich gewinnen. Müssen wir mal gucken. Wir haben da auch ungefähr eine 60.000er Flotte. Ein bisschen mehr vielleicht sogar. Also wir haben jetzt hier die First Fleet, die ist glaube ich von 24,5 oder 25,5 auf 31.000,5 in der Stärke gewachsen, weil wir halt Gausskanonen 5 drin haben. Wir haben Nullpunktenergie, hatten wir vorher auch schon, ne? Aber ich glaube nicht in allen Schiffen. Also die sind hier richtig gut im Einsatz vermisst. Echt? Ach, hier ein Forschungsschiff, wieso, wo waren das? Hat hier irgendjemand die Grenzen zugemacht? Die war doch hier drüben unterwegs. Ach so, und die haben sich jetzt hier ausgebreitet, scheinbar, nach Wiklar. Und deswegen sind die jetzt zurückgekehrt. Na gut, okay, nicht schlimm, macht nichts. So, dann werden wir den Jungs hier mal den Krieg erklären gerade. Das dürfte ja nicht allzu lange dauern. Die sind uns eh feindlich gegenüber eingestellt. Also wir könnten jetzt noch mal versuchen. Ne, können wir nicht. So, Krieg. Wir wollen euren Planeten haben. Das kostet uns 29 Kriegspunkte. So, und dann darf die First Fleet hier gleich super aggressiv in Kuldax einfliegen. Was ist jetzt los hier? Ich wollte hier einfliegen in Kuldax. Super aggressiv, danke. Die große Pyramide. Das Wissenschaftsteam der Beobachtungsstation im Orbit von Hypok Haxisab
hat schon seit einiger Zeit nichts Substanzielles mehr berichtet, bis eine junge Wissenschaftlerin eine verschlüsselte Nachricht schickte, in der sie ihren Kollegen Fehlverhalten vorwarf. Ach, das schon wieder. Die Besatzung hat sich Berichten zufolge auf die Oberfläche von Deaths Planeten begeben und den Einheimischen ihren wissenschaftlichen Leiter als Gottheit vorgestellt. Doch damit nicht genug. Sie ließen von ihnen sogar ein heiliges Monument zu seinen Ehren errichten. Die so entstandene Pyramide steht nun auf der Oberfläche des Planeten, wo die Einheimischen sie anbeten und ihr Opfer darbringen. Team zurückrufen, Projekt einstampfen. Nope. Urkomisch, dieser Streich wird in die Geschichte eingehen. Zivilisation wird ins nächste Zeitalter katapultiert. Hoffentlich gibt es keine schlimmen Konsequenzen. Oder ja, wir werden erstmal alle unsere Spuren beseitigen und dann weiterarbeiten. War das unorkisch? Wahrscheinlich schon, ne? Oh, Orkamungus Horde ist fertig. So, was haben die hier? Wir sind nicht überrascht. Eigentlich hatten wir früher hiermit gerechnet. Ihr werdet herausfinden, dass unsere Truppen bereit für euch sind. Klar. Die haben hier auch eine ganze Transportflotte in ihrem System. Wird ein Knaller, dieser Krieg. Na, die sind hier halt, wie gesagt, in nächster Nähe zu Grekel. Deswegen will ich die hier einfach direkt abfertigen. So, das sollte absolut No Contest sein hier. Das ist der schnellste Krieg in der Geschichte der Orks vielleicht. Oh, die schießen Raketen. Oh nein, sie schießen Raketen. Situation Log updated. Guck mal, gibt's hier? Da durfte aber nichts mehr rauskommen, ne? So, wir haben nichts verloren. Ich guck mal gerade. Guck mal, ein Cool Dax. Kleine Atomraketen. Chemische Triebwerke. Überantrieb 1. Radarsystem. Nee, ich glaube, es lohnt sich nicht, diese Trümmer zu untersuchen. So, First Fleet, ja. Macht mal hier. Blockiert diesen Planeten und damit dürfte der Krieg dann eigentlich schon gelaufen sein, oder? Ja. Ich denke, dieser Krieg ist gelaufen. Wollen sie nicht? Frage ich mich natürlich, warum nicht? Ich meine, wir haben die Typen hier im Sack im Prinzip, ne? Die können nichts machen. Dann schicke ich einfach meine Flotte rüber. Dann kann hier... Haben wir zufällig... Ja, wir haben hier eine Flotte mit General. Die können im Prinzip direkt hier landen. Ne? Bis die da sind, haben wir die locker tot bombardiert. Ja, keine Ahnung. Also irgendwie... Ships upgraded. Hätte ich gedacht, wir besetzen die und dann ist alles gut. So, Orkamungus Horde, da schließt sich einfach die Ninth Fleet an. Fliegen darüber. Inzwischen können wir sogar wieder hier irgendwie einen Zerstörer oder sowas bauen. Mal gucken, wenn wir einen Kreuzer bauen können, wie ist denn unsere Flottenkomposition eigentlich derzeit? 5 Schlachtschiffe. Wir haben ein bisschen wenig Zerstörer vielleicht. Hier ist das Ganze ein bisschen ausgewogener, aber auch zu wenig Zerstörer im Prinzip, weil die ganzen Zerstörer hier sind. Was sind das hier? Ach, das hier sind Kreuzer und das hier, das hier sind Schlachtschiffe. Ne, wir haben zu wenig Zerstörer im Prinzip, ja, würde ich sagen, schon. Das heißt, wir können auf Crackfang uns noch einen Zerstörer leisten. Raumhafen. Ein Zerstörer müssen, ja genau, hier steht Schiffsgröße 2, sind 2 Punkte. Leisten wir uns. So, dann wird es hier gleich negative Energiebilanz, okay. Achso, weil wir die Flotte jetzt abgedockt haben.
Ja, also gegen die Rektalar können wir nicht unendlich lange Krieg führen. Auf jeden Fall. So, ja, die sind hier zerbombt. Die werden wir einfach besetzen. Und ich meine, dann haben die nichts mehr. Die können dann nur aufgeben. Dampfkraft. Die primitive Alien-Zivilisation auf Kal-Eat hat den Dampfantrieb erforscht. Dies hat die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht revolutioniert. In den Städten sind bereits Fahrzeuge und Maschinen zu sehen, die mit dieser Technologie angetrieben werden. Hier und da sind auch die ersten Fabriken zu sehen. Diese Welt scheint kurz vor Industrialisierung zu stehen. Yay. Oh, mir fällt gerade auf. Nochmal ganz kurz. Ich habe vergessen, den Timer hier anzuschmeißen. Okay, 10 Minuten läuft schon. Alles klar. Sorry, das sind so ja, kleine lustige Dinge, die ab und zu passieren. So, die werden jetzt hier landen. Okay. Wie sieht's denn aus? Haben wir irgendwelchen Schaden eigentlich bekommen? Nee, gar nichts. Warum drücke ich hier auf Pause? Das ist genau diese Landung hier. Damit müsste der Krieg eigentlich total vorbei sein. So, Crackfang hat Armeen rekrutiert, das finde ich gut. So, die zweite Flotte soll eigentlich gar nicht nach YouTube fliegen, sondern sich ja auch Okamungus Horde anschließen. So, Crackfang. Haben wir jetzt super geile Armeen. Die müssen wir noch mit Psionikern ausstatten. Für noch mehr psionisches Potenzial. Dann ja, sollten wir die Rektalar wahrscheinlich auch. Also da müssen wir bei den Invasionen echt gucken, ne? Die werden auch sehr gute Armeen haben. Da müssen wir echt abwägen, wie viele Leute wir da runterschicken. So, alle entsenden. Und dann schicken wir diese Flotte. Wo ist sie? Ja. Die schicken wir ebenfalls nach Roscan. So, dann kümmern wir uns wieder um diese Invasion hier. Platsch, 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 platsch. Das war's. So, 100%. Okay, damit können wir den jetzt den Frieden aufzwingen. So, hier Planet abtreten. Dankeschön. Die Buffdown Grand Duchy. Euer Sieg ist nur der nächste... Prüfung, nur die nächste Prüfung für unseren Glauben. Letzten Endes werden sich die wahren Gläubigen durchsetzen. Okay. Wenn ihr meint. So, und damit haben wir zu viele Planeten hier. So, die Armeen starten wir einfach wieder. Oder lassen wir die hier sich ein bisschen... Ich weiß gar nicht, können die sich außerhalb auch... auch erholen. Im Raum früher war das so, dass sie das nur auf Planeten konnten. So, die First Fleet fliegt nach Roscan. Wo ist denn unsere Neunte eigentlich? Ach, die sind auch gleich da. Ja, perfekt. Das passt doch vom Timing. So, hier, die müssten jetzt integriert werden eigentlich. Ja, genau so. Und die müssen wir jetzt einem Sektor zuschlagen. Da müssen wir mal gucken, welchem Sektor wir die am besten zuschlagen. Ja, hier, ne, das sieht eigentlich ganz vernünftig aus. So, okay. Schließen, dankeschön. So, und damit unser Energieproblem auch wieder behoben. Hier, ach so, das Fortune-Schiff. Die sind irgendwo hier. Wo wollte ich die denn eigentlich positionieren? Hier oben irgendwo, ne? Von da aus kommen die halt nirgendwo schnell hin. Aber wenn ich die in Turbik positioniere, kommen die zumindest auch hier schnell irgendwo ran. Ach, ich positioniere einfach im Molbion. So,
Damit haben wir unsere Flotten quasi in Position. Wir werden die gleich zusammenlegen und dann werden wir bei den Rektalar einfallen. So, ja, sehr schön. Da haben wir eine 63.000er Flotte hier. 64.000 sogar. Ich kann nicht rechnen. Ups, was ist los? Rivalität, okay, nicht schlimm. Also ich wollte mal gucken. So, die haben sich hier wieder erholt, sehr schön. Dann schicken wir die direkt nach Roscan. Und die müssen auch nach Roscan unterwegs sein, sehr schön. So, wie sieht's denn aus mit der First Fleet hier? Kommen die voran? Ach, die sind schon in Roscan. Wir warten nur noch auf die zweite. So, schließe ich die zusammen? Ich denke eigentlich schon, ne? Das dürfte am sichersten sein. Alleine will ich die nicht kämpfen lassen, dann sind wir total unterlegen. So, da ist die zweite Flotte, sehr schön. Oh, wir können sogar noch was bauen. Dann gebe ich einen Crackfang. Direkt noch ein paar Zerstörer in Auftrag. Was sind denn das? 9 Punkte. Ein Zerstörer kostet uns 2, also 4 Zerstörer bauen wir hier. So, und sobald die Flotten hier sich zusammengelegt haben, schaffen wir die nach Edemar rüber. Was ist los? Stumana Galactic Commonwealth. Okay. Ah, First Fleet, schafft ihr das? Ja, die schaffen das. Sehr schön. So, Energiebilanz ins Negative gerutscht. War die zwischendurch im Positiven? Achso, ja klar, ne? Wir haben jetzt die Flotte hier abgelegt. Auf Obrium, was ist da los? Achso, können wir eigentlich irgendwo upgraden vielleicht zwischendurch mal? Sieht nicht so aus, ne? Wir haben scheinbar nichts Schlaues irgendwie. Ja, hier die Nahrung, okay. Es wäre ganz cool, wenn wir Energie upgraden könnten, aber ich glaube, da sind wir schon gemaxt. Da wird nichts mehr gehen. Okay, Forschungsschiff. Wie sieht's aus? Ist auch gleich in Position. Unsere Kriegsflotte ist gleich in Position. Und dann können wir den Rektalar endlich den Krieg erklären. Hä? Wo fliegt denn hier lang? Achso, die fliegen hier unten lang. Ich hatte vermutet, die fliegen oben lang. Scheinbar nicht. So. Dann wollen wir mal loslegen. Wir können also 200 Monate Krieg führen, ungefähr. Bevor uns hier die Energie ausgeht. So, Technologiestufe überwältigend. Aber mehr als 60.000 habe ich von denen noch nicht gesehen. Handelsabkommen? Ne, ich will ihn. Was? Wir haben noch einen Waffenstillstand? Nein! Ach fuck, weil wir jetzt letztens erst. Ach Mann, ey, warum vergesse ich das denn immer? Das ist doch scheiße. So, dann müsst ihr nochmal einen Roscan irgendwie anlegen gerade. Wir haben noch 5 Jahre Frieden. Kack! Echt, ey. Das ist nicht gut. Das habe ich total verplant. Wir machen diesen Raumhafen hier zum Flottensammelpunkt auf jeden Fall. Dafür YouTube nicht mehr. Ach Mann, ey, So, hier, ja, fliegt mal zurück nach Roscan. Ganz ehrlich, scheiße.
Ja, das war jetzt echt Mist. Das war wirklich Mist. So, dann dürft ihr auch alle einen Ross-Scan anlegen. Dann sparen wir halt noch ein bisschen Energie. Verdammt, aber wirklich. Dabei hatte ich mich so drauf gefreut. Jetzt endlich Krieg. Unsere Flotte ist aufgebaut. Wir sind fertig. Wir können hier richtig Unsinn machen. Aber da wird leider erstmal nichts draus. Na gut, wir hatten hier unten so einen kleinen Krieg, nur das ist ja auch ganz schön. Mal sehen, wie viel Energie machen wir eigentlich gut, wenn unsere Flotte hier angelegt hat. Sehr schön. Wer fliegt denn hier durch? Ach, vom Chino Council. Das sind ja unsere Freunde. Ja, ich weiß nicht. Unsere Freunde sind die irgendwie noch nicht, ne? Sie sind zwar unsere Vasallen, aber... mögen uns nicht. Kann man nichts machen. So, wir machen fast 100 Energie plus. Ach so, durch den Admiral ist die Flotte jetzt so stark geworden. Alles klar. Geil. Ich habe mich gerade gewundert, wie kommen wir denn auf fast 70.000? Ich hatte ja 64.000 berechnet. Oh, okay. So, bis 60, 4 Jahre. Was machen wir in der Zeit, Jungs und Mädels? Ich weiß nicht, wir können hier natürlich so ein bisschen... wir könnten hier auch schon mal siedeln irgendwie, wenn wir da Bock drauf hätten. Allerdings will ich mir vor dem großen Krieg gegen die Rektalar die Energieausgaben nicht leisten. Was wir aber tatsächlich machen können, ist, dass wir in Grekel vielleicht, ja in Grekel, warum nicht, dass wir in Grekel einfach Kolonieschiffe einen Auftrag geben. Ich gucke mal gerade auf die Oberfläche, sind die Typen überhaupt? Ja, sind sie. Wie viele Kolonieschiffe werden wir denn brauchen? Größenordnung 5? Müsste hinhauen, ne? Es dauert ja auch ein bisschen, die zu bauen. Ein halbes Jahr immer. Ja, dann sind wir zu Kriegsbeginn fertig. Ein Handelsangebot, was wollt ihr denn? Sternkarten? Ja klar, warum nicht? Wer seid ihr denn? Ach, die Rektalar Transportflotte ist hier wieder aufgetaucht. Oder war die ganze Zeit da? Ich dachte, ich hätte sie zwischendurch nicht mehr gesehen. Sind halt direkt in Scheliak, ne, da wo wir einfallen wollen. Ja, für den Anfang. Unsere Forschungsschiffe langweilen sich hier. Hört das Ding zwischen uns? Nee. Oh, was seid denn ihr hier oben? Die sind ein Protektorat. Wir haben Protektorat. Ja, geil. Untertan entlassen. Nee. Wir haben Protektorat. Okay, die müssen sich irgendwie abgespalten haben. Von den Chinoa, ne? Dann kann es sein. Nee, die Chinoa sehen ganz anders aus. Hä? Warum sind die in unser Protektorat? Was ist denn da los? Haben wir sonst noch irgendwie hier richtig geile Sachen, von denen wir nichts wissen? Ja, wir können zum Beispiel noch Zerstörer bauen. Ja, 3 Stück. Ist ja mal interessant. Wir haben Protektorat. Vielleicht sollten wir unseren Jungs hier mal irgendwie Handelsabkommen anbieten, oder? Wir können denen kein... Eigentlich wollte ich denen halt ein Forschungsabkommen anbieten. Was? Die wollen kein Forschungsabkommen mit uns?
Die würden davon mega profitieren. Okay, wenn ihr nicht wollt. Wenn ihr halt wirklich absolut nicht wollt, dann halt nicht. Ja, für heute werde ich die Folge beenden, Jungs und Mädels. Das war's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid, wenn wir den Rektalar hier endlich in 3,5 Jahren oder so den Krieg erklären. Wie lange dauert das noch? 4 Jahre. 4 Jahre müssen wir noch Frieden halten und ich weiß gar nicht, was ich in der Zeit machen soll. Wir könnten versuchen, die zu bombardieren. Die haben eine ganze Menge Freunde, deswegen ich muss erstmal direkt Hala loswerden. Sorry, Leute. Geht nicht anders. Wir können natürlich aggressiv hier reinsiedeln, ne? Dann werden die auch sauer. Vielleicht dürfen die uns früher den Krieg erklären, weiß ich nicht. Wir gucken mal. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn das Ork-Imperium hier wächst, wächst und wächst. Macht's gut und bis dann. Ciao.